So, und damit auch wieder hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich habe vom letzten Mal jetzt eine Millisekunde weitergemacht, habe den nächsten Raum betreten. Und dann hat unser Katzentier gemeint, okay, ich bringe jetzt einfach mal Handy-Ladekabel an, das Mauskabel an und so. Da muss ich leider jetzt erstmal. Ja, entsorgen kann man es nicht nennen, aber ich musste die Katze auf jeden Fall erstmal aus dem Raum raustun, weil. Ne, sorry. Eine Zeit lang funktioniert das, dann legt die sich neben mir auf die. Oder an die. Tastatur. Aber. Wenn die hier rumrandaliert unter meinen Füßen, meine Füße bespringt und so, dann kann ich mich leider gerade nicht wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Deswegen ist das liebe kleine süße Kätzchen jetzt gerade mal außerhalb der Reichweite meiner Füße. So. Hier geht sogar noch rauf irgendwie. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wir sind auf jeden Fall auch gerade erstmal wieder voll. Selbstgebaute Schrotflinte. Das können wir direkt mal benutzen. So, und dann natürlich das Brot mitnehmen. Glaube, ich habe irgendwo Glas gerade noch eingesammelt aussehen. Genau. Das können wir noch benutzen. So, Regal unberührt. Unberührt. Getränke. Ja, zumindest. Schmutziges Wasser, dass man das ein bisschen bearbeiten kann. So, was haben wir hier? Verbessert die Fertigkeit der Herstellung von Knüppeln. Sehr schön. Schrotflintenmunition, außer. Oh, selbstgebautes Maschinengewehr auf Stufe 6. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal. So, was schmeißen wir dafür raus? Jucker raus. Das nehmen wir alles mit. Genau, dann haben wir ein selbstgebautes Gewehrstufe 6. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Hier kann man nochmal dran, können die Pfeile aber auch direkt auseinandernehmen. Knochen brauchen wir jetzt gerade nicht. Wie kommen wir darauf? Achso, okay, das ist nur die andere Seite von da. Alles klar. So, dann sind wir hier nämlich raus. Jetzt muss ich mich kurz wieder orientieren, weil ich habe zugegebenerweise etwas länger schon nicht mehr gespielt. Wo befinden wir uns denn? Unsere Base ist hier oben. Genau, hier unten sind wir. Und dann gehen wir doch mal straight in die Richtung nochmal. Hier war nichts mehr drin. Nee, nee, nee. Da ist noch ein Stein. Könnte mal gerade hier wieder ein bisschen reparieren. Dann könnten wir da drüben mal reingucken. Natürlich auch später in das Krankenhaus, gar keine Frage. Eine Farm. Mal gucken, ob es einen normalen Eingang gibt. Ah, okay. Gibt es hier Kohle? Nein, hier gibt es keine Kohle von. Aber hier geht es rein. Geht's dann rauf? Vielleicht gibt es hier auch irgendein Geheimnis. Ja, da ist zumindest so eine Kiste. Okay, der ist direkt tot. Ich finde es auch gerade geil, wir haben gerade gefuttert.
Da ist eine Helmlicht-Mod. Sehr schön. Endlich, endlich, endlich. Das können wir rausschmeißen. Brauchen wir nicht. Da, 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 da. Das können wir. Nein, nicht Rezepte. Das können wir erstmal benutzen. Genauso wie den Lückersaft. Benutzen wir mal. Dann können wir in unseren Helm. Wo ist es? Ändern. Packen wir stattdessen hier Helmlichtmod rein. Und haben jetzt endlich Licht. Man muss ja nur lang genug meckern, damit sowas endlich mal passiert. Man sowas bekommt. Hallöchen. Schön hinterrücks erschlagen. Ist denn noch sonst noch einer, der drauf hat? Die sind alle da oben eingesperrt oder was? Ja, okay. Dann kann man ja ganz genüsslich hier ein bisschen abfahren, wenn die da oben festhängen. Da haben wir Nitratpulver. Mittlerweile findet man auch das. Das finde ich sehr schön. Also findet man das so nicht auf dem üblichen Weg wie sonst immer. Okay, das Fass hat man gerade geschaut. So, Jeton, Jeton, den können wir zerlegen. Nehmen wir den Jetons mit. Ah, da wäre sogar auch eine Tür gewesen, wo wir leichter reingekommen wären. Müllhaufen, unberührtes Fass nochmal. Hier kann man doch bestimmt irgendwo auch das Ding aufmachen, oder? Den sein Problem ist echt, dass er da weder runter noch hochkommt. Komm, ich erlöse euch mal von dem Bösen. Der Mein ist das Reich. Meins ist die Zombie-Apokalypse. Und so weiter und so fort, ne? Aber irgendwo hat er noch was, weil sonst würde er aufhören mit der Musik. Ah, okay. Musik ist vorbei. Ich glaube, die haben einige Zombies stärker gemacht. Bin mir aber nicht sicher. So, ich würde gerade mal meinen Stuff abgeben. Und dann müssen wir eh zu diesem Kreisel hier wieder zurück. Wir laufen mal eben wieder back. Nehmen natürlich so viel Nester wie möglich mit. Das hier können wir zerlegen. Brauche ich im Moment nicht. Da finden wir nochmal schick Nitratpulver. Ach, komm schon. Okay, der steht wieder auf. Ich wollte eigentlich nur das Nitratpulver mitnehmen. Ihr hättet locker überleben können. Erstmal. Aber okay, dann halt nicht. So, das farm ich aber wirklich erst ab, wenn ich noch bei der Ernte mehr habe. Habe ich in der Ernte Skillpunkte drin? Intelligenz, Mechaniker, nee. Beweglichkeit, Standhaftigkeit, eiserner Magen, vom Land leben. Wildbeuter, Chance von 50% ein zusätzliche Feldfrucht zu ernten. Das Fertigen von Beeten kostet 50% weniger. Okay, dann muss ich hier 3 Punkte rein investieren. Dann kann ich beim nächsten Mal da nochmal drauf gehen. Also
Wir gehen überall so ein bisschen rein, damit wir später richtig gute Ausbeute von allem kriegen. Ah, hier ist noch viel Nitratpulver, das nehmen wir einfach jetzt erstmal so mit. Weil das haben wir ja eh in der Tasche. Da hinten ist auch eine Ärztin. Ich finde das geil, dass ich echt eben erst was gegessen habe und jetzt wieder total hungrig bin. Okay, sie rennt erstmal dran vorbei. Oha, das, okay, das ist, ja. Könnte unter Umständen zum Problem werden, dass das jetzt eine mit dem gelben Auge ist. Nee, doch nicht. Genau, und wenn wir da Skillpunkte drin haben, dass wir mehr Ressourcen kriegen. Da hinten ist ein großer. Dann können wir ja die Früchte dort, beziehungsweise das Mais, den Mais abernten. Unser Ausdauer ist ziemlich schnell bankrott. Aber so langsam kommen wir nach Hause. Ach, bleib ich am Busch hängen. Ah, ich kann ja auch was essen eigentlich. Stimmt, wir haben ja mittlerweile ein bisschen was zum Futtern hier und zum Überleben. Haben wir denn auch Verband? Achso, ja, haben wir hier. Okay, die will mich jetzt auch snacken. Hallo. Alles klar. So wird das heutzutage gemacht. Fragen? Ne, da habe ich die Eisendinger. Da kann das zerlegt werden. So, weiter in Richtung unserer Base. Okay, Leben haben wir wieder, Ausdauer regeneriert sich recht gut. Ich habe das Polizeiauto hier abgebaut, stimmt. Ich hasse diese Viecher. Ach, zum Sterben stehen wir auf und fahren wir dann hin. Richtiges Leiden, Christi. So, wo. War hier nicht unser Händler? Doch, da hinten. Okay, wir sind noch ein bisschen weit weg davon. Oh, ein Häschen. Weil wir wollen ja das Fleisch mitnehmen. Nein. Knochen, Knochen, okay. Ah, Fleisch nehmen wir mit, sehr schön. Alles andere kann liegen bleiben. Jetzt stellen wir mal hier noch ein bisschen durch den Wald. Gucken, ob wir mal hier das ein oder andere Nest noch abgreifen. Glaube ja eher leider nein. Wir haben jetzt überproportional viel auch gefuttert. Dass ich die Steine alle so nicht auf die Geschwindigkeit nicht eingesammelt bekomme. Na komm schon. So, hier noch irgendwo ein Nest. Kein Zombie-Nest, sondern eher ein Nest-Nest mit Eiern. Eier, wir brauchen Eier. Berühmtes Zitat von einem berühmten Mann. Der jetzt leider nicht mehr bei dem Verein ist, wo man sich's hätte vorstellen können. Da einfach nicht funktioniert hat, aber da sind ja die Meinungen verschieden. So, da ist unsere Feuerstelle.
jetzt erstmal einsortieren. Alles erstmal rein. Werde ich gleich eh wieder einiges rausholen müssen. So, selbstgebautes Maschinengewehr. Was ist auf Feuerstoßmodus? Nein. Also die ist dann schon direkt besser. Jetzt habe ich natürlich hier die Dinger mitgenommen, genauso wie die Rohre. Brauchen wir natürlich, um das zu reparieren. So, Aloe Vera hier rein. Mais noch da rein. Ich packe jetzt einmal die Klamotten mit da rein. Selbstgebaute Schrotflinte können wir erstmal hier rein tun. Ja, das packen wir auch erstmal da rein. Schmerzmittel können wir hier reinpacken. So, dann will ich mal gerade gucken. Eier haben wir wieder, Fleisch haben wir wieder. Dann können wir Speck mit Eiern machen. 8 Stück, sehr schön. Restliche Fleisch weg. Und dann müssen wir halt noch auf Eiersuche gehen. Und nachher auch wieder ein bisschen. Wie viel Wasser haben wir jetzt? Trübes Wasser, 6 Stück. Können wir danach machen. Wasser, 6 Stück, kochen. Eins können wir noch mitnehmen. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal so langsam wieder in die eine Richtung. Ich lasse es hier gerade fertig kochen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Jetzt haben wir endlich diese Helm-Mod. Und das ist so viel einfacher. Ja. Also müssen wir das Dunkle nicht mehr verfluchen, sondern ins Dunkle rein, ins Getümmel. Da werden wir sehr, sehr viel Spaß haben. Also bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.